So, wie man vielleicht sieht, ich starte eine neue Runde bzw. eine neue Aufnahme, ein neues Spiel. Damit hoffe ich mal, haben wir auch Glück. Beziehungsweise gibt es ja jetzt auch Patches in der Beta-Version, dass jetzt beispielsweise wohl ein Einsatzprotokoll und so nach jedem abgeschlossenen Einsatz kommen soll. Wir gucken uns das Ganze natürlich an, wenn es denn dann kommt. Und sobald wir jetzt Einsätze bekommen, die wir schon hatten, die werde ich alle überspringen. Oder besser gesagt ablehnen. Würde es natürlich cool finden, wenn man das später einbauen könnte, dass dann hier hinten, dass man da einfach noch ein Harlef oder zwei Harlef und ein Telef dazu stellt. Platz wäre ja hier in Hallen, und dass man das dann so macht, dass wenn ein Alarm ist und ich den selbst ablehne mit den Fahrzeugen da hinten, dass dann hier noch ein zweiter Löschzug oder so, zumindest dass die KI dafür da wäre, von der Anzahl her, und dass die dann den Löschzug hier besetzen würden und dann selbst rausfahren, weil ich finde es doof, oder stelle mir ja selbst dann die Frage, was passiert, wenn ich das denn dann nicht mehr mache. Deshalb, naja, ist auch egal, wir melden uns mal einsatzbereit auf Wache und gucken einfach mal, dass wir einen Einsatz bekommen. Ich würde sagen, wir folgen erstmal hier dem Gruppenführer. Ich glaube, der weiß, wo es hingeht. Zack. Schon fast hier im Gleichschritt. Aha. Hier ist also der Place to be. Hier wollen wir sein. Das ist natürlich nicht so spannend. Ich würde schön finden, wenn man hier auch noch, ja, ich sag mal, irgendwas machen kann. LKW-Brand Autobahn. Den hatten wir noch nicht. Dann machen wir das doch mal. Ich würde vorschlagen, diesmal wieder als Maschinist vom LF. Und dann Achtung, geht's auch schon los, die bunte Fahrt. LKW-Brand Autobahn. Einsatz für ELW LF24 TLF. Schnell zum Fahrzeug. RTW und die Motoren starten. Zack. Der Gruppenführer ist auch gleich an Bord. Wir drücken die 3. Fahren schon mal raus. Heckblaulicht wird natürlich auch angeschaltet. Und dann warten wir auf den ELW. Und da geht die bunte Fahrt auch schon los. Zack. Manchmal sind die Kreuzungen ja einfach so dicht, dass man eigentlich permanent mit Dauerhorn fahren könnte. Hier jetzt wieder nicht. Da verstehe ich auch nicht, warum der vor uns, warum der ELW das Horn zieht. Hier jetzt bei der roten Ampel. Natürlich ganz klar. Aber auch wenn die Ampeln beispielsweise, hier haben wir ja jetzt grün, oder nicht grün, aber wir haben Vorfahrt. Kein Auto ist zu sehen. Da frage ich mich natürlich, warum muss man dann da das Horn ziehen? Oder auch in der Nacht. Also ich denke da jetzt natürlich sehr realistisch. In der Nacht, wenn die Ampel grün ist, dann muss ich ja eigentlich nicht unbedingt das Horn ziehen. Man sieht, ich spiele immer noch nicht mit Lenkrad. Immer noch mit Tastatur. Vielleicht hört man es auch ein bisschen ab und an. Jetzt haben wir sogar Zivilverkehr auf der Autobahn. Da müssen wir jetzt natürlich erstmal das Hörnchen anschalten. Die Polizei sichert wieder ab, fährt zur Seite akkurat. Fahren wir hier schon mal rüber. Müssen ja nicht so fahren wie der ELW. Aber mal gucken. Jetzt hier auf der A42. So, zack. Dann würde ich sagen, warten wir einfach mal. Heckwarneinrichtung brauchen wir ja auch nicht. Dann wollen wir hier schon warnen. Huch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nämlich einmal die Einsatzkraft wechseln.
Jetzt hier zum Angriffstrupp über. Also sind wir jetzt, gerade wenn ich das richtig gesehen habe, von der Perspektive der nette Herr hier. Alle Leute sind da, selbst der RTW ist angekommen. Wir drücken nochmal die 4 und sitzen dann auch schon ab. Oh, jetzt zieht er schon wieder selbst an. Ist aber auch langweilig. So. Wir pirschen uns mal langsam ran, ein bisschen hier mit dem Sprühstrahl agieren. Falls es jemand nicht weiß, das ist die rechte Maustaste. Ich habe das Gefühl, das funktioniert hier nicht so gut. Also der Vollstrahl ist da doch deutlich effektiver, wenn ich jetzt hier den Sprühstrahl nutze. Aber wäre ja auch realistisch, also ich würde ja nicht mit dem Vollstrahl hier bei so einem PKW-Brand einfach hier so draufhalten oder LKW-Brand, sondern eher dann hier Sprühstrahl anwenden. Natürlich jetzt auch nicht in dem Radius, wie es hier ist. Aber damit wir jetzt mal das Feuer auskriegen. Schade, dass wir nicht springen können, wobei das wäre jetzt auch, ich glaube, etwas zu viel verlangt, wenn wir jetzt hier rumspringen. Rumjumpen so nah am Feuer. Wir gehen einfach wieder in den Kriechgang. Machen was hier mit. Geht doch einfach schneller. Die Animationen sind natürlich auch ein bisschen doof. Gerade wenn man das hier so sieht. Dabei ist alles auf Maximum eingestellt. So. Sind wir hiermit auch schon fertig. Wir bringen das Schnellangriffsrohr zurück. Nehmen wir noch unser PA-Gerät ab. Schließen wir das Tor. Die KI räumt hier noch auf. Die verhaspeln sich hier ja richtig. war der schlecht. So, zack. Dann setzen wir uns rein. Wir sind wieder einsatzbereit über Funk. Und dann würde ich vorschlagen, wechseln wir mal zum ELW. Oder wollen wir mal Tele fahren? Weil das haben wir, glaube ich, auch schon gemacht. Haben wir so gut wie alle schon gemacht. Aber mit dem ELW können wir wirklich drauf drücken. Egal, wir gehen einfach mal zum Tele. Und dann da den Schlauchtrupp. Da stockt das Fahrzeug kurz. Ich finde es auch schön, wie die alle nicht auf einer Spur fahren. Normal wäre es ja jetzt hier die rechte Spur. Finde ich auch schön, wie das Halef auf der rechten fährt und der Sprinter auf der linken. Wobei ich glaube, der Sprinter, der wird auch viel schneller fahren können als das Halef, wobei der nutzt das hier natürlich nicht. Ich weiß allerdings nicht, ob hier eine Beschränkung ist, also von Tempolimit her. Scheint unser Telef hier auf jeden Fall nicht zu interessieren. Wir brettern einfach mal mit 110 oder knapp 110 km/h hier dran vorbei. Schön rechts überholt. Da sehen wir schon, wir hätten 100 fahren dürfen. Wobei, das wurde ja jetzt gerade durch das Schild aufgehoben. Und dann hier sind wir schon an der Ausfahrt. Wir bremsen ein bisschen ab. Und dann geht es ja immer wieder in den normalen Straßenverkehr. Zack. Auch ganz schön hier das kleine Bauernhaus da. So ein paar nette Details, finde ich. Ja, da müssen wir weiterrollen. Gerade noch versucht zu bremsen, aber da ist die Ampelphase doch etwas zu flott. Das haben wir so nicht mehr geschafft.
So, dann hier noch rüber. Was ist das hier? Saturn? Mit Technik? Weil hier diese ganze Werbung. Na, Wiener King ist ja auch ein bisschen. Naja. Und da die PlayStation oder was das ist, Xbox. Das neue HTC. Da fahren wir erstmal wieder zurück. Zack. Und sein Navi sagt auch einen schönen Straßennamen an. Das hier ist die Road Name Street. Aber es ist die Charlottenstraße. Sind wir ja schon fast an der Wache. Da ruckelt es kurz ein bisschen. P&Q. So. Dann dauert es ja gar nicht mehr so lange. Zack. Sind wir eben gerade schön spritsparend gefahren. Langsam an die Ampel rangerollt und dann konnten wir auch gleich weiterziehen. Wir setzen schon mal einen Blinker, weil wir hier ja jetzt auch gleich rein müssen. Ach, den deaktivieren wir natürlich. Und dann einmal den Rückwärtsgang. Waren wir heute fast mit dem Löschzug draußen. Weil die Drehleiter gehört ja auch dazu. Ja, der Elwerber war aber flott dafür, dass wir so schnell hier waren. Dann drücken wir wieder die 2, sind einsatzbereit auf Wache. Schalten den Motor ab. Dann können wir hier auch runter machen. Eigentlich auch ganz lustig, dass hier der ELW schon da ist. Jetzt reinfährt. Zack. Der ist schon da. Aber der Rest, ach, da hinten kommen sie. Ich wollte schon sagen, das geht ja auch nicht. Der ELW viel schneller als die ganzen restlichen Fahrzeuge hier. Ja, dann weisen wir die mal schnell ein. Na, kommt da rum. Ich habe das Gefühl, er traut sich nicht so richtig. Aber wir warten einfach mal. Was passiert? So, Horst, komm, fahr rein. Genau, ganz ruhig, langsam. Platz, viel Platz und stopp. Tipptopp, Einsatzbericht. So. Na, das klingt doch gut. Wobei, ich weiß leider gar nicht. Also hier ist dann das Zeichen, also dass es eine Brandbekämpfung war. Dann der Einsatzort. Die Einsatzzeit. Also 11 Minuten haben wir, glaube ich, gebraucht jetzt für den Einsatz. Jetzt weiß ich nicht, ob das Real-Life-Zeit darstellen soll oder was auch immer. Auf jeden Fall die Alarmierung, dann der Tag. Bei den 5. September wollte ja gar nicht, aber das ist ja egal. Aber die ausgerückten Kräfte, das hier sieht schon mal ganz schön aus. Unter dem Stichwort LKW-Brand wurde die Feuerwehr zum Autobahnabschnitt der A42 gerufen. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Ausbreitung auf die Zugmaschine verhindert werden. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Während des Einsatzes musste der Autobahnabschnitt in beide Richtungen gesperrt werden. Ach, deshalb fahren auch immer so wenig Autos. Das, was ich dann nur nicht verstehe, ist, warum sieht man da nie einen Fahrer oder den Stau auf der Autobahn? Es wäre natürlich auch nochmal cool, so durch die Rettungsgasse zu fahren.